So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Revolution Online. Wir waren hier gerade, haben unsere Pokémon trainiert und ich weiß gar nicht mehr, waren wir auf dem Weg nach draußen oder nach drinnen. Das ist vielleicht mal eine wichtige Frage. Ich glaube, wir waren nach draußen, weil wir Empoleon wiederbeleben wollten. Ja, wir sind immer noch auf Iron Island. Ah ja, jetzt weiß ich wieder so ungefähr, wo wir uns gerade befinden. Ah, das war ein doofer Ort hier. Genau. Ups. Aber muss halt sein, ne? Man muss immer überall trainieren. Ich hab's schon mal gesagt, ich find's sehr, sehr doof, dass wir hier Fukano nicht richtig trainieren können. Und ich weiß auch nicht, auf welches Level wir hier trainieren sollen. Aber ich nehme einfach mal an, auf ein hohes. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich hoffe, draußen ist es nicht zu laut, draußen schüttet es ein wenig. Und diese Gelegenheit nutze ich und nehme hier gerade mal ein bisschen auf. Aber ich lüfte auch ein bisschen, damit es hier mal eine angenehme Temperatur in meiner Wohnung hat. Muss ja auch sein. Ich habe es ein bisschen leise auf den Ohren klemmt. So. Ich möchte ja von der Musik auch ein bisschen was haben. Weil ich finde, die haben das mit der Musik hier echt gut gemacht. Das Spiel gefällt mir insgesamt einfach sehr gut. Also großes Kompliment an die Entwickler nochmal an dieser Stelle. Und auch die Schwierigkeit. Ich hatte ja bei Pokémon gerade bei Happy Halloween. Möchtest du zu Mu? Warte. Ich denke, es ist ein bisschen zu früh für das. Komm wieder, wenn es näher an Halloween ist. Aha, das Halloween-Event wartet also auf uns. Ja gut, wenn ihr mal überlegt, wenn ich jetzt aufnehme, ist der gleiche Tag. Was bist du denn, Court Day Checker? Grüße. Ich bin ein Wissenschaftler aus Höhen von Deep Space. Von Most Deep City. Vom Most Deep City Weltraum Center, um exakter zu sein. Mit unserer neuen Technologie können wir kalkulieren, wann deine Pokémon gefangen wurden. Möchtest du wissen, wann eins deiner Pokémon gefangen wurde? Nein. Der war beim letzten Mal noch nicht da, oder habe ich den einfach ignoriert? Aber die Mumie, die ist auf jeden Fall neu. Ja, ich nehme das gerade am gleichen Tag auf, wie es rauskommt. Also, was haben wir heute denn? 09. Was, geleakte Overwatch-Skins? Die werde ich mir noch angucken. Ja. Also, ich habe keine Ahnung, der wieviel heute ist, kleinen Moment. So. 10. Machen wir es uns doch einfach. Wir haben heute den 10. Und das ist auch gut so. Das heißt, es sind nur noch 21 Tage bis Halloween. Ich freue mich richtig drauf. Ihr wisst, ich bin ein riesen Halloween-Fan. Da mache ich wahrscheinlich wieder einen Horrorfilm-Marathon bei mir oder so. Aber ich muss mir noch irgendwas überlegen, was ich für euch da mache. Weil normal gehört sich da ja ein Horrorspiel zu Halloween. Die meisten machen einen Halloween-Stream. Ich weiß nicht, ich mache wahrscheinlich keinen, weil das überlebe ich nicht. Aber wir gucken einfach mal, was ich genau mache. Vielleicht findet sich ja irgendwas Cooles. Ich habe zwar schon was aufgenommen, das möchte ich aber eigentlich nicht bis Halloween zurückhalten, aber eventuell schon. Gucken wir mal. So, und wir prügeln uns jetzt hier durch die ganzen Zubats durch, oder wie?
So. Ich wünsche, man könnte so einen Schutz benutzen, der für ein bestimmtes Pokémon gilt. Warum nicht ein kleiner Kampf während meiner Pause? Dass man halt wirklich nie mehr irgendwelche hier Zubats findet. Das wäre geil. Nie wieder Zubat. Oder zumindest für eine Zeit lang keine Zubats. Das hätte ich gerne. Immer dieses Sturdy. Aber Empoleon haut sie ja alle um. Keine Chance. Ich sollte zurück an die Arbeit gehen. Meine Pokémon sind stärker als deine. Das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Obwohl so Pilipper... Da weiß ich immer nicht, mit was ich ihn angreifen soll. Also in dem Fall wüsste ich's. Wenn ich nämlich tausche, dann grill ich ihn. Aber was ist denn das andere? Ach, ein Mogelbaum. Ja gut. Der hat ein bisschen schlechte Karten. Okay, ich war falsch. Oder ups, ich war falsch. So, da hinten läuft ein Golbat rum, die gibt es hier wohl auch. Mit euch habe ich eigentlich nichts zu tun, aber ich grill euch trotzdem. Oder kill euch. Ist ja kein Feuerangriff. So, jetzt sind wir draußen und können hier runter. Mein Glückwunsch, das heißt, das ist jetzt echt nur noch ein Trainingsort. Ich habe jetzt jeden Kinder da drin besiegt. Ich bin ein wenig traurig. Jeder Trainer besiegt, getan, was getan werden musste. Gibt's da echt nur diesen Weg? Komme ich da sonst nirgendwo hin? Das ist echt traurig. Vor allem, der jetzt nur Empoleon relativ hoch vom Level her ist. Und eigentlich hätte ich sie ja gern auf 55, nicht nur auf 50. Das macht das Ganze noch viel schlimmer. Von daher gehe ich nochmal gucken, ob wir da nicht irgendwo was übersehen haben. Gibt's da nicht, dass das schon alles war? Das wäre doch langweilig. Aber wahrscheinlich ist es genau das. Da wird wahrscheinlich nicht mehr viel kommen. Schade, aber ich nehme es einfach mal stark an. Aber wenn nicht, dann prügeln wir uns hier einfach noch ein bisschen durch. Geht ja auch. So, dann gucken wir mal, wenn ich hier nochmal links lang gehe. Ob ich da vielleicht noch einen Weg finde. Wenn nicht, dann heißt jetzt einfach die restlichen Pokémon noch ein bisschen trainieren, ne? Dann werde ich wahrscheinlich mit den Zubats Kadabra noch ein bisschen trainieren. Vielleicht Vulcano. Weiß ich noch nicht, ob ich Vulcano auch mit den Viechern trainiere. Achso, stimmt. Von hier aus kam ich ja überhaupt nicht weiter. Ja, Staraptor noch ein bisschen und... Dann haben wir es eigentlich. Oh, wäre ich jetzt auch einfach umhauen können. Was mache ich denn? Das hätte schön viele Erfahrungspunkte gegeben. Oh, ein Stalos, das haben wir doch nicht. Wenn es mit Robustheit aushält, fange ich es.
So, komm. Ich möchte dich jetzt fangen. Stalos, mach hier keinen Mist. Ich schmeiß mal einen Superball, vielleicht funktioniert der besser. Manchmal hat man ja das Glück, sobald man einen anderen Ball nimmt, funktioniert es, aber heute ist es eher nicht der Fall. Ich kann das auch einfach entwickeln, ne? Ich habe genug Metallmäntel und ich habe ein gutes Onyx. Ich wollte jetzt bloß die Gelegenheit ergreifen, wenn wir schon mal hier sind. Jetzt weigere dich nicht. Das gibt's doch nicht. Ist die Fangrate von dem Vieh wirklich so niedrig? Also jetzt ist so richtig niedrig, ne? Wisst ihr, was ist mir zu doof? Ich entwickle einfach einen Onyx. Hast du jetzt davon? Wenn ich mitkommen willst, dann lass es. Es gibt hier aber auch nur einen Weg, ne? Man kann hier keine Alternativroute nehmen. Da landen wir wieder hier und hier ist Feierabend. Da drüben ist auch kein Weg mehr. Dann gibt es ja echt keinen Alternativweg. Dann ist das hier echt nur ein Ort des Trainings. Ich meine, es ist auch cool, dass man hier so einen Ort gestellt bekommt, an dem man Stahl-Pokémon fangen kann und trainieren kann. Der war ja, glaube ich, sogar in der Originalgeneration da. Weshalb der wahrscheinlich hier gebaut wurde. Aber ich finde es trotzdem schade. Weil hier sind zum Beispiel Flunkiefer und da drüben waren ein Dingsbums, wie heißt das? Dieser Stahlvogel auf jeden Fall. Und die kann man hier, glaube ich, gar nicht fangen. Vielleicht in dem letzten Raum da hinten dann noch. Hätte ich mal gucken können, was es da so gibt, aber muss nicht. Wir hauen jetzt einfach hier ein paar Viecher um, ne? Trainieren uns ein bisschen. Und am Ende haben wir dann Level 30.000. Nein. Wir werden wahrscheinlich nur Level 50 haben. Wir brauchen aber, ich nehme mal an, Level 55. Das heißt, ich werde mich hier eine richtige Weile hinsetzen dürfen und trainieren. Ob mir das gefällt, weiß ich nicht, weil es kostet immer so viel Zeit, wenn man sich hier hinsetzt und trainiert und trainiert und trainiert und trainiert. Da wird man ja irre. Immerhin erhöht das die richtigen Werte, ne? Hier, Verteidigung. Um 2, glaube ich sogar. So. Gleich die Sandama umhauen. Vor allen Dingen, es benutzt Schaufler. Schaufler ist so eine schöne Attacke, aber es nützt gegen Erdbeben halt gar nichts. Man kann damit so schön Donphan trainieren. Und wie viele Orden haben wir eigentlich? Das sollte mal eine Frage sein. Wir haben erst 4 Orden und müssen jetzt schon auf so einem hohen Level sein. Es gibt hier Rihorn? Tatsächlich. Rihorn gibt, glaube ich, auch einen ordentlichen Satz an Erfahrungspunkten. Aber wenn wir hier schon auf Level 55 sein müssten. Oh Gott.
Wenn ihr mal überlegt, wir hatten, glaube ich, Level knapp 70, als wir in Johto aus der Giga-Impact... Nee, will ich nicht. Als wir aus dem 8. Orden rauskamen, hatten wir knapp Level 70. Mit unseren Pokémon, mit all unseren Pokémon. Wenn ihr jetzt mal überlegt... Was haben wir hier, ne? Oh, das haben wir auch noch nicht. Und da hätte ich ehrlich gesagt lieber die Vorentwicklung. Schaffe ich es, das nicht zu töten? Das ist hier die Frage. Weil fangen würde ich schon ganz gerne. Aber ich fürchte, das fange ich nicht. Wenn nicht, müssen wir es uns halt in Kanto suchen, aber... Ach so, okay. Es ist einfach drin geblieben. Alles klar, haben es geschafft. Gut, Leute, es bringt ja nichts, wenn ich hier die ganze Zeit im Kreis renne. Ihr lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich fertig bin mit Trainieren. Bis dann, euer Wolf.